Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir Grünen sind überzeugt für diese Volksinitiative. Ich möchte aber doch kurz einleiten mit einer Bemerkung zu Kollege Stahl. Sie haben vorher gesagt, bitte helfen Sie mit, die Freizügigkeit zu erhalten. Das kann ich in anderem Kontext dem Kollegen Stahl gerne zurückgeben. Was wir heute haben im Bereich der Krankenkasse, ist das, was Matthias Binswanger treffend in einem Buchtitel als sinnloser Wettbewerb beschreibt. Wir haben, und das ist gut so, ein Obligatorium der Krankenversicherung. Wir haben, und das ist gut so, einen klaren Leistungskatalog, den wir auch politisch aushandeln hier, sagen, was gehört in eine Grundversorgung, die jedem Menschen in der Schweiz zusteht. Und wir haben, weil wir eben diese ganze Landschaft mit verschiedenen Kassen haben, auch eine extreme Markteinschränkung. Wir haben nämlich eine Pflicht für jede Kasse, alle Menschen entsprechend mit dieser Grundversicherung zu versorgen, wenn sie denn bei Ihnen anklopfen. Meine Damen und Herren, ein Zwangskonsum, ein Zwangsangebot und eine Verpflichtung, jedes Risiko zu nehmen, wo da noch der Wettbewerb spielen soll, das verstehe ich nicht. Ich möchte aber auf einen Punkt noch eintreten, der bis jetzt nicht groß zur Sprache kam. Es gibt ja noch Kosten, die nicht entstehen in den Kassen, sondern es gibt Kosten, Opportunitätskosten des Wechsels, die entstehen bei jedem und jeder von uns. Die Krankenkasse zu wechseln, das ist ja nicht einfach etwas, wo man ein Formular ausfüllen kann. Ich gehe bitte gerne zur billigsten Kasse für mich. Rechnen Sie das für mich aus. Das wäre von mir her ein Modell, da könnte man ja sagen. Nein, es ist so, man muss 20 Minuten, eine halbe Stunde investieren, seine eigenen Arztbesuche anschauen, verschiedenste Modelle vergleichen, um dann am Schluss allenfalls verschiedenste Offerten zu kriegen, zusätzlich zu denen, die man ungefragt kriegt, und zu entscheiden, wo man zusagt. Und dass dieser Prozess eben nicht ein funktionierender Wettbewerb ist, dass es nicht ein funktionierender Wettbewerb ist, dass alle auswählen das, was für sie am besten ist, das sieht man typischerweise daran, dass nur 6,8%, um jetzt das Jahr 2012 gemäß einer Studie von Comparis zu nehmen, dass nur 6,8% überhaupt wechseln und trotzdem sie eigentlich im Schnitt eine Einsparung von fast 1000 Franken im Jahr hätten für sich herausholen können, wenn sie denn diese Stunde investiert hätten, um herauszufinden, was für sie das billigste Angebot ist. Ich habe fast das Gefühl, heute wird bei den Krankenkassenprämien von allen, die sich weigern, diesem sinnlosen Wettbewerb mitzumachen, auf gleiche Art und Weise unfair zu viel Prämien bezahlt, wie es umgekehrt im Dschungel der Tarife des Mobilfunks ist. Dort hat man ausgerechnet, dass die Schweizerinnen und Schweizer jährlich 3,1 Milliarden zu viel zahlen für ihre Mobilfunkabonnements. Nicht, weil sie nicht wählen könnten. Hier ist sogar ein Wettbewerb mit unterschiedlichen Angeboten. Und trotzdem macht man es nicht, weil es zu komplex ist. Weshalb etwas komplex machen, das so einfach ist? Wir wissen, was in der Grundversicherung ist. Jeder muss das anbieten, jeder darf das erhalten. Dafür ist eine Einheitskasse auch volkswirtschaftlich mit den gerechneten und mit den nicht gerechneten Kosten, die als Arbeitszeit in der Freizeit bei allen Schweizerinnen und Schweizern anfallen, die geschickteste Lösung. Zum Schluss haben Sie zu Recht gesagt, dass diese Einsparungen, die wir erwarten, nicht etwa 10 oder 20% bedeuten. Aber, meine Damen und Herren, von Ihnen habe ich es doch gelernt. Wer den Rappen nicht ehrt, ist des Frankens nicht wert. Machen wir diesen mutigen, sinnvollen, vernünftigen Entscheid. Wir Grünen beantragen Ihnen, diese Volksinitiative für eine öffentliche Krankenkasse anzunehmen. Das Wort hat Herr Tschümperlin, nächster Sprecher.